halten uns nicht nur mit den Basics auf, sondern jetzt geht es mal in das, ins richtig Eingemachte. Ins richtige Leben, genau. Genau, und zwar dort, wo du auch Schiss kriegst. Was sind so Fälle, wo du dir denkst, alter Schwede, das muss ich jetzt nicht haben, egal wie gut ich das sonst kann, aber wo geht dir auch die Düse? Okay, also in der Klinik zum Glück sehr selten, auch bei mir eher selten, aber das gibt's natürlich. Ich habe sicherlich Schiss bei Patienten, von denen ich weiß, dass sie Tumore haben, irgendwo enoral. Mhm. Riesenproblem, weil da hilft dann vor allem in der Präklinik eigentlich nichts, wo ich in der Klinik sagen kann, ich mache eine fieberoptische Wachintubation, habe ich halt draußen nicht. Mhm. Ich habe sicherlich Schiss bei akutem Erbrechen, Ilius, vielleicht sogar Stuhlerbrechen mit dabei. Wo dir einfach ganz viel eklige Soße entgegenkommt. Genau, wo einmal eine Menge mir eklige Soße entgegenkommt, wo ich vor der Soße selber jetzt also naja gut, ist halt so, aber dass ich einfach nichts sehe. Mhm. Ich habe sicherlich Schiss bei enoralen Blutungen, also Tonsillektomie-Nachblutungen. Mhm. Das sind ja dann vielleicht ganz gerne noch Kinder, da ist dann eh blöd, da kommen dann viele blöde Sachen zusammen. Das habe ich nicht so gern. Und kann man so sagen. Und natürlich Mittelgesichtsfrakturen sind auch immer ein Problem. Mhm. Ja, oder also Gesichtsverletzungen allgemein, die dann vielleicht auch noch bluten. Ja. Und wenn dann eine Kombination aus allem zusammenkommt, also Patient mit der Mittelgesichtsfraktur, der enoral blutet und dann wegen dem Blut das Blut dann erbricht, dann ist halt Kombination, die wirklich schlecht ist. Und noch ein Tumor hat. Naja. Genau. Okay. Aber am besten wäre es doch jetzt, wenn du trotzdem für diese dramatischen Situationen noch irgendwelche Strategien hast. Was sind so deine Tricks, die du da noch rausziehen kannst und wo vielleicht die Leute draußen sagen, hey, das wusste ich noch gar nicht. Oder was fällt dir dann so ein? Gerade eben, wenn du eben nicht den mega technischen Support in der Klinik hast. Okay. Also grundsätzlich ist meine Strategie die in Aladdin drin steht. An die muss man nur denken. Und das ist natürlich in der akuten Situation, vergisst man das manchmal. Man muss es einfach im Hinterkopf haben, dass es diese Strategie gibt, die jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend ist. Also ich guck in jeden Patienten, den ich intubieren will, einmal mit dem Laryngoskop rein, um zu sehen, ob es geht. Wie gesagt, häufig ist man überrascht, dass es doch deutlich einfacher ist, als man vermutet hatte, als man erwartet hatte. Das heißt, einmal reingucken. Wenn ich dann ein bisschen was sehe, mache ich von mir aus auch einen Blindenversuch oder mache so Sachen wie Führungsstab steht ein bisschen vor oder Frova-Katheter und so weiter. Das kann man alles machen. Wenn ich gar nichts sehe, ist mein nächster Schritt das Videolaryngoskop. Mhm. Ja. Das einem aber, muss man dran denken, bei enoralen Blutungen nicht viel hilft, weil wenn die Optik verschmutzt ist, dann sieht man auch nichts mehr. Also das muss einfach klar sein. Sieht man einen roten Schleier? Sieht man einen roten Schleier, ja. Auch blöd. Und dann ist sicherlich, wenn das auch nicht funktioniert, der nächste Schritt die Lungenmaske. Ja, die einfach einzulegen und zu sagen, okay, ich kann erstmal oxygenieren, ich kriege erstmal Sauerstoff rein und kann dann gucken, brauche ich was anderes, wie gehe ich weiter vor, wie mache ich weiter. Ja. Wenn das auch nicht funktioniert, wäre der chirurgische Atemweg dann die letzte. Das ist dann so der Last Resort. Genau. Aber finde ich auch gut, wenn man das dann irgendwie noch am Schirm hat, ne? Und nicht der Plan B dann aufhört bei der Larynxmaske oder dem supraglottischen Atemweg, sondern dass man das einfach mental nochmal drin hat. Zum Glück muss man es ja super, super, super selten wirklich benutzen. Aber dass es einmal irgendwo am Schirm ist und vielleicht, ich weiß nicht, wann würdest du das deinem Team noch mitteilen und sagen, hör zu, vielleicht ist es was, was man jetzt vorbereiten muss. Ist es dann schon, wenn du dann denkst, boah, also beatmen kann man nicht gescheit und ich sehe gar nichts und Video funktioniert nicht. Ist es dann schon was, wo du das dem Team sagst oder sagst du, jetzt schauen wir mal, wie es mit der Lungenmaske klappt? Also wenn ich weiß, ein Patient hat einen Tumor irgendwo, würde ich wahrscheinlich das Set mir, es gibt ja verschiedene Sets, die da im Einsatz sind, würde ich mir wahrscheinlich richten lassen, weil das ja auch was ist, was nicht unbedingt in Schublade 1 liegt. Ja. Ja, und vielleicht sogar im anderen Auto liegt. Und dann muss vielleicht der NEF-Fahrer auch mal noch gucken, wo denn jetzt genau nochmal dieses Koniotomie-Set unterwegs ist in dem Auto. Mhm. Das heißt, der wird vielleicht auch ein bisschen brauchen, bis er es findet. Von dem her lieber richten lassen. Auch da gilt auch wieder Proper Preparation. Wenn man es nicht braucht, geht es ja wieder zurück. Dann haben wir es wenigstens mal rausgezogen. Das stimmt, ja. Auch in Ordnung. Und die massive Blutung, massive Erbrechen, du hast vorher mal gesagt, wie wir geredet haben, Flüssigkeit im Mund ist immer schlecht. Aber was machst du dann? Absaugen, okay. Aber Absaugen, vollkommen klar, das ist logisch. Auch mal dran denken, man kann auch den Absaugkatheter, man braucht nicht zwingend einen Absaugkatheter, einfach Fingertipp wegmachen und einen dicken Schlauch einhalten. Der ist ja etwas dicker. Gerade bei so erbrochen oder wenn man so Stückchen dabei hat. Genau, wenn man Stückchen dabei hat, das ist ein bisschen doof. Vielleicht manuell ausräumen, hilft ja auch mal, muss man auch mal schauen. Wobei die Absaugpumpen, die gebräuchlich sind, ja oft schnell am Rande ihrer Kapazität sind. Wenn es dann der Beutel voll und so weiter, dann ist halt einfach doof. Und da muss man schnell sein. Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da helfen kann. Also ein Modell für mich wäre,
ich benutze den Tubus und stecke durch den Tubus nicht den Führungsstab, sondern den Absaugkatheter und mache da die Absaugung dran. Das heißt, ich habe den Tubus mit Absaugung, kann mir sozusagen den Weg absaugen und dann intubieren. Mhm. Okay. Das wäre ein Modell. Habe dann natürlich keinen Führungsstab. Das kann mal ein Problem sein. Mhm. Ja. Ein Modell wäre, ich intubiere nicht oral, sondern nasal. Das heißt also, ich stecke den Tubus nasal durch. Da ist es häufig so, dass der Tubus mit einer gewissen Drehung in die richtige Richtung rutscht und kann dann auch, wenn Flüssigkeiten da sind, entweder durch den Mund absaugen und versuchen zu rutschen oder kann auch über den Tubus einen Absaugkatheter mit einlegen und absaugen. Okay. Könnte auch sagen, zum Beispiel, ich mache den Tubus nasal rein, lasse den Absaugkatheter da liegen und intubiere dann parallel noch oral, wenn ich einfach so diese aktive Absaugung haben will, wäre noch eine Idee. Oder was man auch machen kann, was eine Idee wäre, einfach blind zu intubieren und den Tubus zu blocken. Wenn man Glück hat, ist man gleich richtig. Also quasi eine Trachea. Das wäre super. Das wäre super, genau. Heldenhaft. Wenn man nicht ganz so viel Glück hat, dann landet man im Ösophagus, kann aber den Ösophagus wenigstens zu einem gewissen Teil durch Blocken oder Überblocken abdichten und das Erbrochene entweder so sozusagen aus dem vom Hochsteigen einfach abhalten oder eben dann durch den Tubus wieder den Absaugkatheter reinstecken, um gleich abzusaugen oder wenigstens das Erbrochene in die andere Richtung lenken. Genau. Ja. Allerdings muss natürlich klar sein, je mehr Schläuche im Mund schon drinstecken, desto enger wird es. Und dann natürlich zu sagen, okay, jetzt muss ich nochmal reingucken, nochmal intubieren. Ach, dann wird es irgendwann schon eng. Also es gibt verschiedene Dinge, die man machen kann. Ich habe es zum Glück noch nie so gebraucht. Es ist eher was ich im Kopf habe, wenn es blöd läuft. Und man sollte halt auch da einfach mit dem Team absprechen, was sind die nächsten Schritte. Ja, ja. Einfach zu brüllen, ich brauche noch einen Tubus, dann würde ich ja sagen, für was denn, hat doch einen. Das muss halt einfach kommuniziert sein. Guter Punkt, die Kommunikation mit dem Team, die ist da in der Situation sicher wie überall, aber da nochmal doppelt so wichtig, weil es einfach eine extrem stressige Situation ist. Du hast ganz am Anfang nochmal, glaube ich, kurz erwähnt, man muss sich auch überlegen, und ich glaube, das ist vielleicht ein guter Abschluss, ob man überhaupt die Narkose braucht. Tatsächlich gibt es wahrscheinlich Situationen, wo man jetzt formal nach irgendwelchen Scores den wahrscheinlich intubieren sollte, um die optimale Versorgung zu machen. Aber wenn man sich extrem unsicher ist, dass jetzt bei dieser Blutung, bei dieser Verletzung, Mittelgesicht und so weiter, bei diesem bekannten Tumorleiden, das der hat, ob das da überhaupt irgendwie funktioniert, ja, kann man sich ja tatsächlich überlegen, ob man, wenn man nah in einer Klinik ist, das vielleicht mit entsprechender Voranmeldung tatsächlich auch auf die Klinik verschiebt. Da. Ist natürlich schwierig, ja, weil einerseits möchte man die Patienten optimal versorgen und ich glaube, es gibt sicher irgendwo den Weg, wo man sagt, okay, da ist jetzt die rote Linie, das, wir müssen es trotzdem versuchen, trotz inadäquater Bedingungen. Aber vielleicht gibt es auch Varianten, wo man mit entsprechender Voranmeldung einfach die Ressourcen in der Klinik dann hat. Ne? Und dann einfach dort zwei Leute stehen und gutes Licht ist und ein Bronchoskop da ist und auch nicht jedes Neff ein Videolaryngoskop hat, muss man momentan sagen. Oder man vielleicht jemanden in der Klinik hat, der sagt, okay, meine letzte Tracheotomie, Koniotomie ist nicht, habe ich noch nie gemacht, ist nicht 100 Jahre her, sondern habe ich vielleicht tatsächlich auf Intensivstation im letzten Jahr zweimal gemacht und weiß ungefähr, wo ich drauf achten muss. Ja, ja, vollkommen klar, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, der auch immer, sage ich mal, einfach geschrieben steht in Leitlinien, aber es wirklich so umzusetzen, ist extrem schwierig. Gerade für jemanden, der noch Erfahrung hat und sagt, jo, das kann ich schon, dann kann man es vielleicht doch nicht. Also das ist schon auch wichtig. Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die man auch bedenken muss. Ja, also tatsächlich Transportweg, Fahrzeit, bin ich in einem Retter, bin ich in einem Hubschrauber, was habe ich im Krankenhaus da vor Ort, wie können die mir helfen, wie ist mein Patient drauf, schafft er das? Das ist, also gibt es ganz viele Sachen. Ja. Ich denke, was da schon wichtig ist, kein Patient braucht eine Sättigung von 100%. Ja, und wenn ein Patient mit auch 15 Liter Sauerstoff eine Sättigung um die 88-90% hinbekommt, ist es auch stabil hinbekommt, ist sicherlich was, wo ich sage, okay, das kann ich auch mal aussetzen. Der braucht nicht zwingend gleich eine Intubation. Vor allem, wenn man das Risiko der Komplikation halt extrem hoch ist. Ne? Genau, ja. Logisch. Okay, Chris, vielen Dank. Sehr gerne. Und weißt du, was ich jetzt besonders gespannt bin? Auf eure Geschichten, nämlich erstens eure Fragen, eure Kommentare, aber auch eure Geschichten, weil ich bin mir ganz sicher, dass hier ganz, ganz, ganz viele abgefahrene Airway-Geschichten da draußen zu hören sind und auch vielleicht die kreativen Lösungsmöglichkeiten, die eben jetzt nicht so leitlinienmäßig sind, sondern das sind halt dann
Tipps, da sind wir, also bin ich gespannt, bin sicher du auch gespannt. Und schreibt es uns, diskutiert mit uns. Wie gesagt, alle Fragen gehen direkt an den Chris, ja, der freut genau. sich. Ich bin auch sehr gespannt auf Geschichten, die also auf Dinge, die nicht funktioniert haben. Ja. Also irgendwelche Aktionen, wo man gesagt hat, okay, das habe ich probiert, das hat nicht funktioniert. Ist ja auch immer gut. Man muss ja, kann ja auch aus den Fehlern der anderen lernen oder aus den einfach Dingen, die nicht so gelaufen sind. Von denen einfach schreiben und ich versuche adäquat zu antworten. Ganz sicher. Das war's von uns. Wir hören uns und wir sehen uns bald wieder bei Nerd von Medizin. Ciao. Tschüss.